hast eine Wette verloren. Ja. War so, die erste. Warte mal. Ja, so. Freunde, ja. Hallo und herzlich willkommen. Hallo YouTube. Hallo Podcast. Wir haben den 13.07. Punkt 20 Uhr und 1 Minuten. 21 Uhr und 1 Minuten bei der Aufnahme. Ich bin raus, danke, tschüss. So, Freunde, es gibt viel zu bequatschen. Auch wir haben heute das Grande Finale, unsere letzte Folge, quasi unser Staffelfinale vor der Sommerpause. Deshalb fangen wir direkt an. Es gibt viel, viel, viel zu bequatschen. Mit dabei ist natürlich der Leini. Vielen Dank, guten Abend. Und wie immer mit dabei an meiner Seite der Steffen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Mit dabei hat uns die ganzen Tage und Wochen begleitet, wird uns auch in der neuen Saison begleiten, sofern er keinen neuen Job kriegt. Deshalb drückt die Daumen, dass der Benni arbeitslos bleibt. Was ich ursprünglich sagen wollte. Benni, ich liebe dich. Ich drücke auch die Daumen, dass ich keinen neuen Job finde, damit ich bei euch bleiben kann. Dass du immer dienstags Zeit hast um 20 Uhr. Er war zuletzt Trainer von Mannheim, Würzburg. Er hat viele Fernseher, hat uns den Fußball erklärt und das macht er auch heute nochmal. Bitte Applaus für Benjamin Benni Sachs. Und mit dabei, besondere Freude, besondere Ehre, Kultfigur, Kulttrainer, eine lebende Legende. Bitte Applaus für Dragoslav Stepi Stepanovic. Wuhu! Stepi! Stepi! Stepi macht happy. Fangen wir doch direkt an mit dem Finale, oder? Oh, Stepi, bitte. Vor 2-Jahres-Vertrag, dass ihr nicht diese Trainerposten sucht. Ja, so ist es. Ich glaube, das können wir einrichten. Ja, Herr Dr. Baden, ja. Ja, ich hätte direkt mal eine Frage an euch drei. War das eines Finals würdig? Wie habt ihr das Spiel gesehen? Kann man sagen, das war ein geiles Finale oder sagt ihr, oh ja, gut, okay? Ja, ja, das war ein geiles Finale. Und indem also die Italiener haben gespielt wie am ersten Spieltag und die Engländer wollten ausnutzen und die auskonnten. Aber die haben sich verrechnet, obwohl sie im Mittelfeld und von der Kraft und von der Saft, von der Physis viel besser waren als Italiener. Aber an dem Abend, also Gratulation an die Italiener, haben sie wieder gezeigt, diese Fußball mit viel Passen und Tun und Machen und viel Laufen hatte wieder irgendwo einen Platz in unsere, sagen wir so, in unsere Köpfe also gefunden. Herr Sachs. Absolut. Herr Dr. Sachs? Also das Finale... War nicht okay, gut. Alles klar, ich gehe kochen, weil das dauert. Ja. Das Finale hat natürlich viele Geschichten geschrieben, aber für mich die Hauptgeschichte, der Fußball hat gesiegt, von wegen Ballbesitz. Das war Kombinationsfußball. Die Engländer dürfen dafür nicht belohnt werden für diese Inaktivität mit diesen geilen Spielern. Und die Italiener haben, wie Steppi es gesagt hat, kombiniert vom ersten Spiel bis jetzt und die haben ihr Spiel durchgezogen. Deswegen bin ich so froh, dass nach den Portugiesen, die ja auch defensiv sich die Europameisterschaft geholt haben und die Franzosen nicht zu vergessen, hat Steppi schon recht, die waren auch sehr passiv gewesen, wo sie die WM gewonnen haben. Endlich eine Mannschaft gewonnen hat, nicht die besten Einzelspieler, aber der beste Teamgeist, Kombinationsfußball, keine Inaktivität, sondern sich das zu ermogeln irgendwie mit, ich stelle mich hinten rein und verwalte dieses 1-0 mit so geilen Spielern. In der 60. habe ich gedacht, das darf nicht gut gehen. Und deswegen ist es für mich, nicht nur die Italiener haben gewonnen, der Fußball hat gewonnen, weil wir wollen diesen Fußball. Wenn wir ins Stadion kommen, dass die Mannschaft nach vorne spielen, dass sie kombinieren, ja, dass sie Fußball spielen. Fußball spielen. Und das war für mich einfach das Allergrößte. Deswegen freue ich mich so sehr, dass mein Tipp, jetzt komme ich wieder und feiere mich selber. Ja, der letzte hat gehört, der weiß, was ich meine. Bis ins Elfmeterschießen hat der Experte gesagt, deswegen bin ich der Experte. Und Donnerstag macht den Unterschied. Deswegen bin ich der Experte bei euch und ich bleibe bei euch. Punkt, Ende aus, Ende der Durchsage. Ja, absolut. Ich besorge Telefon von der Eintracht, neue Trainer, dass die sagt, also wie gespielt wird. Ja, Steppi, die haben doch schon 16 Trainer. Soll ich jetzt der 17. da werden? Nein. Du sollst ihm nur sagen, also das, was du eben gesagt hast, nach vorne viele Pässe, Ball halten und laufen, bis zu nimmer geht. Ich komme nur zu Eintracht, wenn der Steppi, haben wir ja schon einen Deal, Steppi und ich, das wissen ja schon alle. Nein. Aber Benni, ganz kurz, weil... Nee, Entschuldigung. Nein, ich bin jetzt... Ich habe schon noch... Also Titel dieser Folge ist auf jeden Fall Benni on Fire.
Benny und Falk, das ist sehr gut. Ja, Benny, weil du gerade auch gesagt hast, der hat Geschichten geschrieben. Wie geil ist das denn, dass der Donnarumma erstmal gar nicht checkt, dass es der letzte Elfmeter war, noch mit diesem Tunnelblick zu seinen Jungs geht und sagt, den habe ich gehalten. Und auf einmal laufen von hinten die Spieler und sagen, wir haben gewonnen. Und er hat erst dann gecheckt. Ja, man muss es kurz erklären. Also der Torwart, der Italiener, nach dem also definitiv letzten gehaltenen Elfmeter, hat noch gar nicht gejubelt und gefeiert. Er hat es noch gar nicht verstanden gehabt. Der war irgendwie vom Kopf, weil er so gedacht hat, so alles klar, war noch im Tunnelblick, guckt auf den Schiri, alles klar, war korrekt. Und dann rennen die Jungs auf ihn zu und plötzlich merkt er, warte mal, ich glaube, haben wir es jetzt schon geholt. Und das war einfach ein geiler Moment. Also es war gar nicht so dieses Pseudo-Kaltschnäuzige, sondern er hat es einfach noch nicht gewusst, dass die Europameister sind. Stefan, der ist nicht zuständig zum Zählen. Ja, ihr lacht. Nicht seine Aufgabe, ja. Kein Fußballer kann zählen. Nee, was? Nee. Er war im Tunnel, wie der Steppi sagt. Und noch eine Geschichte. Commissario Tecnico, der Trainer, ja, Mr. Mancini, die Mannschaft übernommen, WM gescheitert, danach hat er übernommen. Auch eine Geschichte. In der 90. Minute sitzt er auf der Bank und ist total unzufrieden. Ich denke mir, was ist denn mit dem los? Aber das zeigt, er will nicht nur gewinnen, er will Fußball spielen. Das ist für mich der Anspruch eines Trainers. Aber ganz kurz, da muss ich kurz intervenieren. Was hätten die italienischen Fans gesagt? Hätten da gesagt, okay, ihr habt gespielt wie die jungen Götter, aber seid trotzdem nicht Europameister. Also wo ist da der Mittelweg zu sagen, natürlich wollen wir schön Fußball spielen und zeigen, aber man muss auch den Pokal gewinnen. Also, er hat gesagt, wir wollen gewinnen und schön Fußball spielen. Er hat zuerst gewinnen gesagt. Das steht überall. Geht beides immer? Ja. Das geht nicht immer, aber der Mancini verkörpert das für mich, muss ich echt sagen. Der verkörpert das 1:1. Der ist dann unzufrieden, wenn das Spiel zwar gewonnen worden ist, aber der wird das dann intern sagen, ja, wie zum Beispiel bei dem dritten Vorrundenspiel war er wahrscheinlich nicht so zufrieden gewesen. Und aber die Italiener haben die Belgier rausgehauen, haben die Spanier rausgehauen und haben jetzt noch England. Also mehr geht doch nicht, ja. Das ist auch wieder eine Geschichte des Turniers. Ja, also Stefan, ich muss dir sagen, das ist das, was ich also vor einigen Sendungen gesagt habe. Der Trainer hatte eine Idee und diese Idee zieht er durch. Gewonnen oder nicht gewonnen. Aber wenn er jetzt müsste, jetzt diese Mannschaft, die er so vorbereitet, jetzt umstellen, um defensiv zu spielen, was wäre dann? Null und nichts. Du gehst ja Risiko, und gewinnst du oder verlierst du und dann sagst du, ja, wie die Engländer, gell? Die sind also Risiko eingegangen, die auszukontern und bei erster Konter machen sie noch Tor und das diese frühe Tor, ab und zu macht er so einen Scheiß, dass das Spiel verliert. Und das muss man auch nochmal sagen, der Steppi weiß, wovon er redet. Es gibt nämlich einen Podcast, unter anderem mit Basti Red, der heißt, ich glaube, Frankfurt 2000. Und dieser Podcast, sehr bekannter Podcast auch, dieser Podcast hat seinen Namen wegen Dragoslav Stepis Stepanovic und dem Fußball, den er damals bei der Eintracht hat spielen lassen, dem sogenannten Fußball 2000. Ja, weil Steppi hat die Spieler spielen lassen, Fußball spielen lassen. Andi Möller, Toni Yeboah, er hat sie, Uwe Bein, er hat sie spielen lassen und er hat nicht Fußball vertaktikt und verhindert und ihnen versucht irgendwas, sondern er hat sie Fußball spielen lassen. Das ist die Kunst. Ich war auch einer, der immer nach vorne spielen wollte. Ja. Und wenn der Trainer gesagt hat, wir spielen heute ein bisschen, wir ziehen uns ein bisschen zurück, ich wollte sofort Trikot ausziehen und sagen, also hast du jemanden für mich da hier? Weil, sag mal so, für mich ist der Fußball, dass man also irgendwo versucht, erste bis, was weiß ich, letzte Minute das Spiel zu gewinnen. Und sag mal so, es kann sein, dass der Defensive gewinnt, natürlich, gell? Meine ich ja nicht immer ins offene Messer. Die Engländer haben gezeigt, dass es auch so nicht geht. Die mehr warten und auf die Konter. Ja, yeah, die Italiener sind also schon mit 6-7 Leuten nach vorne. Aber die sind auch zurückgelaufen auch und haben sich sehr gut. Und diese zwei, Chiellini und Bonucci, die sind also für die nächsten 10 Jahre schon unter Vertrag. Chiellini ist ja aktuell vereinslos. Der Vertrag ist bei Juve abgelaufen, die werden den verlängern. Aber ich dachte mir nur zuerst, wer ist dieser Gargamel? Aber der hat ja wirklich super gespielt. Bitte. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage zu den Trainern. Southgate. Ja. Die größte Kritik war ja, wie kannst du zwei junge, blutjunge Spieler einwechseln zur 120. Minute zum Elfmeterschießen, die im ganzen Turnier ja gar keinen Stich gemacht haben. Das ist ja die Hauptkritik. Natürlich kommt dann auch der 96er Elfmeter von ihm, bla bla. Aber was sagen denn die Experten? War das wirklich der Hauptfehler? Wie hättest du jetzt als Trainer gemacht? Ich muss dir sagen, also ich habe es also
wo ich Trainer war, habe ich ja immer nicht vor der Pokal gespielt. Immer am Dienstag 11 Meter geschossen, um irgendwo nicht da so unter Druck, da kommt das Spiel gegen was weiß ich jemanden und falls das unentschieden ausgeht, jetzt müssen wir 11 Meter schießen. Nee, immer Dienstag 11 Meter schießen, bis zu nicht mehr geht. Der Tor geschossen hat, kann er reingehen, der nicht, der bleibt da so eine halbe Stunde da draußen. Jetzt muss ich habe die englische Zeitung gelesen, denn sehr viele haben sich aufgeregt, aber viele haben sich nicht gemeldet. Und der also Trainer hat ja gesagt, also mit denen, die ich ausgewählt habe, habe ich ja geübt. Ah, okay. Ob das stimmt. Oder die haben also meiste Tore geschossen bei den Elfmeterschießen. Und deshalb habe ich die ausgewählt. Aber ich muss euch sagen, also ich habe es so oft erlebt, nach der Elfmeterschießen, ich habe auch so 4-5 Mal, und vor einmal guckst du rein und auf einmal, die gucken irgendwo dahin, die gucken dir nicht in die Augen, der weiß du Bescheid, dass er nicht schießen will. Das, so. Yeah. Wie der Lehrer und der Schüler in der Schule, wenn du nicht drankommst. Das ist nicht, Stefan, das ist nicht ungewöhnlich, dass du die zwei einwechselst, weil die sehr gute Schütze sind, und diese vom Rashford, vom Manchester United hat er gezeigt, leider hat er nur Pfosten getroffen, der Tormann ist irgendwo dahin, eine Kuli gesucht, und der Ball ist ja an der Pfosten gelandet, gell? Deshalb also ist nicht, das ist nicht ungewöhnlich, das ist doch normal, dass so die Leute einwechseln, die also 11 Meter Schütze sind. Also genau, es wurde eigentlich fast alles gesagt. Jetzt ist halt noch dieser, also Rashford ist ein sehr guter Elfmeterschütze. Auch bei Man U ist bekannt dafür und Steppi sagt es, die haben das wirklich 2018 haben sie auch gegen Kolumbien das Elfmeterschießen gewonnen. Und haben auch in dieser League, die da gespielt wird, ich kenne die League gar nicht, aber die wird da irgendwie ein Champion. Wie heißt die League, Jungs, die da gespielt wird? Europameisterschaft? Europa League. Nee, die für die Ländermannschaften. Gibt es da so eine League? Nations League. Experte, ja, brauchst einen Experten in so einem Podcast. Und ja. Jetzt ist natürlich ein bisschen doof, der hat halt auf den Sancho und auf den Rashford, er hat ihn nicht dieses Vertrauen. Das ist ja schon ein großes Wort. Aber jetzt nach dem Motto, geh mal rein. In einem Finale, geh mal rein, berühr mal zweimal den Ball und schieß dann für das ganze Land, schieß dann den Elfmeter rein. Das ist logisch, finde ich ungünstig, vielleicht einen zu bringen, ja, Rashford, Sancho, also einen und dann nicht den letzten, auf keinen Fall, das muss ich ihn echt ankreiden. Ja, das ist natürlich leicht von hier irgendwas zu erzählen über Sauske. Aber Saka, der Junge ist ja eh schüchtern. Der ist ein toller Spieler, tolles Tempo. 19 Jahre. Meterschütze hat jetzt nicht so den härtesten Schuss, was ihn da geritten hat. Als weil ich kann doch nicht irgendwie, wenn ein Spieler, also der... Ein Grealish, der wollte schießen. Der wollte schießen, ja. Und durfte nicht. Jetzt wollte er schießen. Aber sag mal so, wenn man so richtig beobachtet hast, also da hat man nicht so viel gesehen, sondern her, diese zu einem, zu den anderen, haben sich nicht mit der Hand oder so gesagt, also ja. Wir wollen schießen. Und weißt du, was interessant ist? Heute schreibt die Zeitung, also ich glaube Deutsche, gell? Er könnte, wenn er gesehen hat, dass der so nicht läuft, die er ausgewählt hat, könnte also raus und neue da rein. Musste nicht die erste fünf gesagt haben, nur... Sag mal so, wer weiß, dass derjenige, dass die alle drei verschießen? Das ist das ganze Scheiß. Ja, ja, also natürlich, wenn die treffen, bist du der große Held, aber... Die Engländer waren auf alles vorbereitet. Die haben eine gute Taktik am Anfang gewählt, haben in der Fünferkette gespielt, haben so das Tor erzielt über die äußeren Räume. Die haben die Mannschaft nochmal umgestellt. Die waren eigentlich so eine Taktikmannschaft, finde ich so ein bisschen. Ja, der Trainer, und der hat die Spieler so ein bisschen in sein System gepresst, hat alles vorbereitet, wirklich. Alles war irgendwie vorbereitet, das Elfmeterschießen war vorbereitet und da hat er es nicht gut vorbereitet. Das macht doch keinen Sinn, wenn der Ralf hat das so schön gesagt, du hast da Spieler, die das ganze Turnier über Fußnoten sind, die überhaupt nicht auf Betriebstemperatur kommen und dann ist EM-Finale, Elfmeterschießen, also ein unfassbarer Druck, gerade bei so einem Land, das so lange das gerissen hat sagen, und dann sagst du, die sollen jetzt entscheiden. Stefan, warte mal, kannst du dich an das Spiel, die Schweizer Spiele erinnern, na, der 120 Minuten, wo die nicht stehen könnten und schießen könnten, und haben sie alle drei verschossen. Wenn die also von da ausgegangen ist, also die sind frisch und 11 Meter schießen, also haben die schon gezeigt, in der Woche, wo wir geübt haben, dass sie schießen können. Deshalb, wenn du frisch bist und schießen kannst, da ist ja so Voraussetzung da.
Aber hat so ein Sancho nicht einfach auch weiche Beine, weil er weiß, der Trainer vertraut mir überhaupt nicht. Der hat mich das ganze Turnier nicht beachtet. Ich wurde nicht richtig irgendwie eingesetzt und dann sollst du einen Elfmeter schießen. Champions League hat er gespielt, das ist ungefähr wie Nationalmannschaft, bisschen unter die Nationalmannschaft. Wenn er also Probleme hat mit der 60.000 und der Nationalmannschaft und zittert und sowas, ey, das weiß ich nicht, also der kostet aber Millionen, ey. Aber Steppi ist auch immer noch ein Mensch. Was ich vermisse, der war der beste Dortmund-Spieler diese Saison. Und dass derjenige, bei dem überhaupt nicht spielt, habe ich mich sehr gut gewundert. Jetzt noch mein Lieblingsspieler Foden, nicht im Kader. Und die Engländer stellen mit der Mannschaft hinten rein. Sag mal, sind die bescheuert? Nee, das geht gar nicht. Mit der Mannschaft, Foden im 18er Kader. Sancho auf der. Soll ich dir was sagen, das ist so in England, gell? Auf einmal kommst du in die Kabine und sagst dir, ja, du bist heute nicht im Kader, gell? Oder du bist ja nicht mehr Kapitän, der Kapitän ist ja der und der. Also ich sag mal so, ich bin also nach zwei Spielen, ich bin Kapitän geworden. Der sagt mir ein Freund, also, der steht in Zeitung, so, bist du blöd, ich spreche kein Englisch. Da ist mir scheißegal, ich hab's in Zeitung gelesen, dass du Kapitän wirst. Das heißt, wir können eigentlich die Diskussion, die heute aufgekommen ist, ob Southgate diese Regel einfach nicht verstanden hat, dass er auch vorm Elfmeterschießen hätte wechseln können, die brauchen wir jetzt gar nicht zu eröffnen, weil er hätte sich wahrscheinlich ja ähnlich umentschieden. Ich habe auch noch eine Frage an euch, und zwar, ist euch der Sterling auch so auf die Eier gegangen mit seinem Unfassbar. Hinfall, mit seinen Schwalben? Ich habe ja zuerst gedacht, der hat vor dem Spiel das falsche Trikot angezogen. Also noch eine Geschichte, der Schiedsrichter war Weltklasse, Koika. Ja. Der war Holländer, war Weltklasse. Der hat den Kane, der die ganze Zeit so ein cleverer Spieler mit seiner Statur, der geht mit Tempo vorbei und hakt dann immer so ein bisschen ein. Gegen die Deutschen hat der mindestens 8 Freistöße so gezogen. Das so geil geleitet, der Schiedsrichter. Also Kane ist mir noch extremer aufgefallen, wie er fällt. Abgezockt, muss man sagen, richtig abgezockt. Aber der Schiedsrichter war Weltklasse. Mir ist also Kane aufgefallen, dass er nie in die Spitze war. Ja, er spielt ja 10. Nur in dem, weil wahrscheinlich bei der Chiellini und bei Bonucci hat er nie eine Chance gesehen. Gell? Der ist ja nur zwischen die zwei Reihen, zwischen den Sterling und was weiß ich wer, diese Schwarze da vorne, der ist immer wieder hinter denen gespielt und sagen wir so, was er mit dem Ball gemacht hat, der hat, sagen wir so, Ball behauptet, aber nichts Besonderes. Ich wollte mal ganz kurz an die Trainer fragen. Ich wollte mal Sterling. Finden Trainer, Spieler gut, die Schwalben produzieren, weil Freistößen, weil Elfmeter? Oder ist das eigentlich ein No-Go? Weil der Sterling, wie es der Leidi sagt, das war ein absolutes No-Go. Und mega Spieler, brauchen wir nicht überreden. Aber das Ganze, was das alle, was er macht, ist die ganze Zeit dieses Rumgeschwalbe. Das war die Andi absolute Müller, Katastrophe. Andi Müller war damals in England. Erzähl dir jetzt, was in England war. Da ein Spieler aus Jugoslawien ist zur Probetraining gekommen. Und dann irgendwo von hinten ist er in einen rein, also Gegenspieler, und er fast also hat ihn also verletzt. Der Trainer kommt, sagt er danke, ist er in die Kabine und direkt nach Hause geschickt. Also das, und dass er jemand also extra Schwalbe, ist er in England verboten. Und nicht nur, dass das die Zuschauer oder Journalisten, sondern aus eigener Mannschaft, die pfeifen den aus und sagen, das ist das, was ich nie also verstanden hier, dass immer jemand sagte, mach mal eine Schwalbe oder mach sowas, dass wir Spiel gewinnen. Nee, dann hier in England gibt sowas nicht. Ja. Kurze Randnotiz noch zum Schiri Kuipers, Holländer aus Oldenzaal. Der hat einen Friseursalon und einen Supermarkt, der verdient teilweise im Monat mehr als ein Fußballprofi. Sein Opa hat irgendein Europacup-Finale schon geleitet in den 60ern. Ich habe leider nicht rausfinden können, was. Der Vater war auch Schiri. Absolute Schiri-Familie. Aber was ich noch sagen wollte, wie krass hat denn der Maguire den Elfer reingeschossen mit Vollspann? Also das war schon hart, oder? Ich habe gedacht, der Netz fliegt weg. Also. Das komplette Jahr Hass gesammelt und dann da in diesen Ball rein. Also ist ja auch ein fantastischer Innenverteidiger. Ja. Der Tom Bades hat gesagt, die beiden englischen Spieler können nicht das Spiel öffnen, die hauen die Bälle nur nach vorne, hat er in irgendeinem Spiel gesagt. Also da ist er, also muss man auch sagen, als Kommentator kannst du so eine Scheiße nicht erzählen. Der Maguire, fantastischer Spielöffner, er hat Tempo, der bringt alles mit, der hat einen Gesichtsausdruck. Druck ist, er ist als Innenverteidiger geboren. Er ist als Innenverteidiger geboren und so hat er den Elfmeter geschossen. Der kann auch über Wembley fliegen, der kann auch nach Irland fliegen, aber der geht genau in den Knick rein. Geil. Total.
Ich wollte mal fragen, weil damit wir auch noch mal... noch eine Geschichte? Bitte? Der Torwart von England ging mir auf den Sack. Der war so unruhig. Der war so unruhig. Der hat einen Torwart? Die ganze Zeit, ich habe gedacht, das wäre ein Kicker vom American Football. Mit seinem linken Fuß haut er die Bälle da weg. Dann sein Gesichtsausdruck. Der hat zwar die Bälle super gehalten, explosiv, aber der hat mir so einen unruhigen Eindruck gemacht. Und der wird jetzt auch noch überall gelobt. Super Turnier und so gut. Der hat relativ viele Clean Sheets, also zu Null Spiele. Aber der wirkte mir, und das habe ich ja gesagt, Unterschied Donnarumma. Donnarumma und er. Benni, der kann kein Fußball spielen. Also 3-4 Mal ist er gespielt und die ganze Mannschaft Scheiße gebracht, dass sie fast Ball verloren und hätte man so eine Chance für die Italiener aus diesen Dingen gewonnen. Ey, bei den Engländern haben so eine gute Mannschaft, da kannst du auch so einen Torwart leisten. Das stimmt. Ich wollte mal fragen, was machen wir mit den englischen Fans? Absolute Katastrophe. Also es war abgesehen von diesem Corona-Delta-Ding, aber die englischen Fans Hetze gegen die eigenen schwarzen Spieler. Pfeifen und Buhnen bei der Nationalhymne vom Gegner. Also muss das härter bestraft werden? Muss man da sagen, okay, bei so einem, da gibt es einfach nochmal einen neuen Strafenkatalog und wenn die Fans sich so benehmen, also so asozial und dann irgendwie gab es noch eine Schlägerei irgendwie vor dem Stadion, dass man dann sagt, okay, einfach Sperre und nicht nur Aussperren der Fans, sondern das Land muss für irgendwie am besten den Wettbewerb mal gestrichen werden oder gesperrt werden. Von zwei Seiten kamen also heute also Aussagen. Einmal ist der Prinz, also William, hat er gesagt. Strafen, die das Ganze und die Polizei, hat er gesagt, also Chef oder was weiß ich wer, wir gucken mal nach, wer das gemacht hat und geschrieben und dann also jetzt in den nächsten paar Monaten werden wir sehen, ob das also ehrlich war von der Polizei, was er gesagt hat und von dem Prinz William. Aber Prinz William ist ja schon einer, der gehört, glaube ich, ist der englische Präsident oder zum Fußball, also englische Fußballverband oder was weiß ich schon. War sehr aufgeregt, wo er so da erstmal gesehen hat, weil, sag mal so, die waren noch nie in Finale, gell? Die sind also, die haben Finale erreicht, aber bei den Elfmeterschießen ist das. Und sag mal so, sag ich dir jetzt eins. Diese Taktik von den Southgate. Siehst du, wenn du dich entscheidest für eine Taktik und hast du in der Mannschaft nichts, was du umstellen kannst, diese neue Taktik, dann also irgendwo läuft das Spiel an dir vorbei. Und das ist das Ganze, was ich vermisse. Und außerdem, sagen wir so, ich habe ja 2 Jahre in England gespielt. Gell? Ey, der Letzte von der Tabelle geht zum Ersten und erzählt, wie geht das Spiel zu gewinnen. Bei den Engländern habe ich ja nicht gesehen, nachdem sie Tor geschossen haben, dass die eben diesen Wunsch gehabt haben. Ja, also genau, noch ein Satz zu den Fans. Nichts Neues in England. Muss man leider, sagen. Ja, leider. Aber das, also Steffen Leine, die haben nichts verstanden. Ja, aber da muss doch die Motivation noch größer sein, zu sagen, wir müssen den Strafenkatalog ändern oder wir müssen die Sanktionen schärfer machen, weil, also das mit dem Pfeifen oder Auspfeifen oder Pfeifen während der Nationalhymne vom Gegner ist schon hart, aber dann, wenn 3 dunkelhäutige schwarze People of Color die Elfmeter verschießen und dann irgendwie eine Hetze gegen die eigenen Spieler von 19 Jahre, Mama mia. Stefan, wo sie in dieses Spiel, Endspiel in Brüssel, wo sie so viele Menschen verstorben, wo sie 3 Jahre, wo der Margaret Thatcher, die geht also 3 Jahre nicht also nach Europa zum Spielen, nichts gezeigt hat oder haben sich nichts geändert. Soll ich dir sagen, das ist ja genauso. Guck dir mal, wer gelbe und rote Karte kriegt. Fast immer dieselbe Spiele. Nicht immer, also ab und zu mal ein neues, aber sonst immer dieselbe, die gelbe und was weiß ich, rote und dahin und da. Und deshalb, sagen wir so, die Welt sich nicht ändern und in England ist es immer so. Ja, es ist. Ja. Also es ist wirklich, wirklich unerträglich. Herr Barton, ansonsten bin ich. Ich habe noch 2 Sachen. Ich habe noch was kurz gegoogelt und zwar die Antwort vom Rashford. Ich habe sie jetzt leider nicht gefunden. Mit Blick auf die Zeit, 2 Sachen habe ich noch. Das eine ist, für 2028 Europameisterschaft ist jetzt geplant, 32 Mannschaften aufzustocken. Wie sinnvoll ist es? Ist es wirklich nur Geld oder ist es der Gedanke, bei der WM ist es ja auch so, wie ist da eure Meinung? Kurz und knapp? Ja. Gut, also der erste Gedanke ist ja, diese Mannschaften, die nicht geschafft haben, also irgendwo auch eine Chance zu bekommen. Ich weiß, damals in den 70er, 1970, Jugoslawien hat nicht geschafft, also und
irgendwo in Mexiko zu gehen. Da haben sie also 71 in Brasilien, also die, für die Mannschaften, die das geschafft haben, ein Mini-Turnier organisiert und haben da gespielt. Also ich sage mal so, ich finde diese, was weiß ich, also so viele Spiele gibt es, also Verletzungen und Dings. Deshalb denke ich mir, diese vier, was wir also jetzt gesehen haben, war wunderbar. Mit 24 Mannschaften. Ich werde, sag mal so, ich werde also nicht also diese mehr Mannschaften, weil, sag mal so, wer guckt noch, wo drei Spiele am Tag sind? Guckt sie nur eins. Ja. Und die Spiele nach dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, da guckt man also alle. Aber sonst? Ja, also, kurze Antwort von beiden Experten, immer, Leini. Hat jetzt keiner verstanden, oder? Nee. Aber hier, nee, ist denn so schwer? Du bist doch schon wieder im Urlaub. Die Europameisterschaft war sensationell, fand ich. Offensivspektakel, viele Tore. Der Fußball hat sich durchgesetzt. Tolle Mannschaften. Und deswegen, 24 Mannschaften sind vollkommen in Ordnung. Das war jetzt auch, die Außenseiter waren auch cool gewesen. Also denen waren richtig cool gewesen. Die Schweden haben es gut gemacht. Ukraine kam ins Viertelfinale. Also Österreich. Es war auch interessant. Die Österreicher zum ersten Mal. Ein Geheimfavorit Belgien. Die Schweizer, genau. Also das war schon cool gewesen. Deswegen genau so ein Turnier. Also ich fand es klasse. Schade, dass es vorbei ist. Ja, ich glaube... Wenn da so viele andere Mannschaften, die nicht so gut sind, gell, da verlieren sie mit 5-0, mit 3-0, mit 6-0. Also bringt ja nichts. Aber wie Benny gesagt hat, diese vier Mannschaften, Schweiz, Ukraine, Österreich und Dänemark, die haben also echt diese Turnier. Du hast ja nie irgendwo gedacht, also, dass sie also nicht mit denen mithalten können. Ja, aber das, ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn es ein bisschen mehr, also das soll jetzt auch nicht wieder zu pathetisch sein, aber dass es einfach ein bisschen mehr um das geht, was die Fans wollen. Du hast immer das Gefühl, sowohl bei der FIFA als auch bei der UEFA, die treffen sich alle 4 bis 8 Wochen hinter verschlossenen Türen, brodeln da irgendwas aus, es wird geschmiert, es wird bezahlt, es wird gemacht und getan und dann kommen sie raus und haben wieder irgendwas. Plötzlich hast du irgendwie so eine Pan-EM zu Corona-Zeit, zu Delta-Zeit, was völliger Irrsinn war, mit 60.000 Leuten im Stadion, absolute Super-Spreading-Veranstaltung. Und es werden einfach nicht die Fans gefragt, dass es mal Umfragen gibt, dass die Fans mal gefragt werden, okay, wie viel könnt ihr denn eigentlich gucken in eurem Alltag, wenn ihr den ganzen Tag arbeiten geht? Wie viel Lust habt ihr denn darauf? Sondern die setzen sich dahin und plötzlich heißt es, für 2028 haben wir wieder so viele Spiele. Aber es wird der Fan nicht gewonnen. Es wird doch eigentlich für den Fan gemacht, oder der Fußball ist auch abhängig vom Fan, auch was die Kohle betrifft. Ich würde mir da mehr ein bisschen mehr die Stimme vom Fan wünschen, oder dass der Fan ein bisschen mehr eingezogen wird. Zumal auch eine der nächsten WMs, also nach Katar oder die übernächste, mit 48 stattfinden soll. Aber gut, ja. Da reden wir ein anderes Mal drüber. Die letzte Frage, Benni hat... Der Rubel muss rollen. Auch vielleicht eine kurze Antwort. Benni hat die nächste Frage schon beantwortet. Du bist jetzt mal raus. An euch zwei. euer EM-Fazit, Steppi und Steffen. Wie fandet ihr die EM? Fandet ihr die durchgehend gut oder war die so lala? Wie seht ihr das? Oder beißt der Benni sich aber auf die Zunge? Ist das ein Mitschnitte? Ich bin ja raus, ich esse Käse. Du hast es gerade schon beantwortet, Benni. Ja, ich muss also gratulieren denjenigen, die organisiert haben. Obwohl der Cheferin, Präsident, hat gesagt, ich mache nie sowas in 11 Städte, weil das diese Fliegen und Fahren und was war so, war anstrengend. Aber was die Spiele betrifft, also da gab es also 6-7 Spiele, also die ich also im Stehen geguckt habe, nicht im Sitzen, im Stehen. Das ist das also. Und aber sag nicht, weil deine Frau dich gezwungen hat, sondern... Jetzt freue ich mich schon, weil irgendwo im Dezember oder Januar ist schon also den WM in Katar, gell? Das ist nicht 5 Monate, gell? Und da haben wir wieder Mannschaften wie also Italien, wie also England, wie Schweiz, was weiß ich. Im Januar schon? Ist schon im Januar, ja. Die haben entschieden, also, weil im Sommer ist ja über 50 Grad. Aber nächstes Jahr an Weihnachten, Steppi. Nächstes Jahr Weihnachten ist die WM. Das heißt, kurz vor Weihnachten ist es WM-Finale nächstes Jahr. Sagen wir 22 oder so. Also 21. Dezember hört auf und dann kommt 22. Und ja, ich habe das falsch verstanden. Ich habe das jetzt falsch verstanden. Ich dachte, du meintest 22 im Januar, im Winter erst. Ja, da habe ich falsch verstanden, Steffi, mein Fehler. Ja, sagen wir so, 22 im Januar dabei, aber nicht, dass irgendwo, ich gehe davon aus, dass sie nur noch 5 Monate oder beginnt er wieder. Oder Qualifikationsspiele laufen schon. Ja, die haben schon 3-4 Spiele haben gespielt. Okay. Nein, Steffen,
Jetzt seid ihr beide. Jetzt sind wir beide baff. Ne, ich würde sagen, wir übergeben euch einfach den Podcast und Leine und ich hören auf. Ja, bauen einen Filmpodcast oder so. Ja, ich muss auch sagen, also dafür, dass das. Ist die WM jetzt in 5 Monaten? Hat immer noch keiner klar beantwortet. Nee, ich glaube Ende 2022. Ende 2022 ist die. Ende? Ja, Ende. Aber also, ich sag mal so, wenn der Steppi bei der UEFA anruft, ziehen die das vor. FIFA. Bitte. Egal, wo der ist eigentlich. Ja. Wer ist denn eigentlich aktuell? Ich gebe mein Flugticket zurück. Ja. Andy, wer ist aktuell FIFA-Präsident? Ich habe gerade keine Ahnung, peinlich, aber wer ist denn gerade Präsident? Italiener auch, Glatzkopf. Ach ja, ja, okay. Ja. Mendocino, Cielo. Ja, ich weiß. Ich weiß. Chiellini. Ich wollte mal ganz kurz, oder Herr Baden, haben Sie noch was? Ich fand das Turnier auch gut, vor allem dafür, dass da in den Knochen der Spieler so viele Spiele drin gesteckt haben, muss man wirklich sagen. Da war das ein oder andere Spiel dabei mit nicht deutscher Beteiligung, was echt ganz gut war. Ich wollte noch mal fragen, jetzt, weil wir darüber gesprochen haben, über die nächste WM. Und es das heißt jetzt die ganze Zeit, ja, was erwarten wir vom Blick und so. Aber also auf wen, was würdet ihr denn sagen, Frage in die Runde, auf wen, weil es sind nur noch 1,5 Jahre, muss der Flick denn bauen, damit die WM 2022 in Katar erfolgreicher wird? Also welche Spieler seht ihr oder sollte man in die Pflicht nehmen? Weil wir hatten jetzt gerade wieder Hoeneß Groß Battle. Hoeneß lästert über Groß im Doppelpass, Groß kontert direkt Social Media technisch zurück und dann Effenberg und Basler noch. Also was sagt ihr, welche Spieler sollte der Flick so 2, 3 im Fokus haben, wo man sagt, okay, die können die Last tragen, bei der WM wirklich mal wieder gut abzuschneiden? Also sagen wir so, in Moskau haben die versagt, gerade die Kroos, Gündogan und was weiß ich, im Mittelfeld. Und jetzt haben die wieder versagt. Also deshalb denke ich mir, diese Offensive plus vorne muss er schon irgendwo. Aber hat man gesehen bei Italienern, diese Chiellini 36, die andere 34. Die zwei brauchst du schon, wenn du irgendwo offensiv spielen willst und wenn du irgendwo defensive ganz, ganz, ganz gut spielen willst. Und deshalb also, ich bin ja gespannt jetzt, die werden sich noch einige melden, indem die sagen, also ja, ich will also nicht mehr, weil. Aber jetzt ist der Flick, jetzt gibt es ja keinen Salihamidžić, der ihm sagt, also du nimmst ja den. Nur kann ich mal Stefan anrufen, dass er ihm also ein paar Tipps gibt. Ja. Hansi Flick. Es gab ja noch den Trend auch, dieses, was ja gerade Steppi sagt, Chiellini, Banucci. Bei uns haben ja die Spieler mit 30 schon aufgehört, Fußball zu spielen, die Weltmeister geworden sind. Und die zwei spielen und Chiellini wollen sie jetzt überreden, die Mannschaft, wohlgemerkt, dass er noch die Katar-WM spielt. Also dieser ganze Jugendtrend, es ist ja immer nur, die müssen jung sein und noch jünger sein und am besten, Leipzig nimmt ja keinen mehr, der über 23 ist. Und das ist mir too much. Also du hast jetzt gesehen, wie wichtig im Fußball, nicht nur als Trainer ist, dass er so will, so bei Steppi am besten, das allerwichtigste Erfahrung, aber auch als Spieler, das haben wir jetzt auch bei der Nationalmannschaft wieder gesehen, deswegen dieses Thema Erfahrung. Und Otto Rehhagel hat es auch auf den Punkt gebracht, jung und alt, gut und schlecht, wir müssen wieder in dieses Kriterium reinkommen. Wer hat die Qualität, wer kann liefern und nicht dieses Jung und noch jünger. Ja, aber da kommt ja auch immer viel von den Medien, dass du dann hast du erfahrene Spieler mit dabei und dann fängt die Bildzeitung wieder an rumzuschreiben. So. Bei Italien war es doch die Mischung. Banucci hat ja den Laden sauber gehalten, Jorginho davor, das war die Achse gewesen und Donnarumma im Tor. Aber haben die Deutschen die Qualität gegen jetzt auch zum Beispiel Argentinien, zum Beispiel Brasilien, also bei einer WM überhaupt, ist da überhaupt eine Chance gegen Frankreich, Spanien, Belgien, haben wir da Italien? Die brauchen wieder Herz und Leidenschaft. Die brauchen wieder Pech. Die brauchen wieder diese Hingabe. Das brauchen die Deutschen. Und nicht, die Deutschen sind irgendwie gerade im Moment so ein bisschen verkopft geworden. Ja. Alle, das ganze Publikum, alles fußballmüde. In Italien, diese Begeisterung, das fehlt. Ja, aber sag mal so, die Italien in Moskau hat er überhaupt nicht geschafft. Also. Und diese Pause hat immer so gut getan. Diese zwei Dinge, die eben im Moment, erstmal Russland und jetzt also wieder diese Europa oder was weiß ich, ist ja gut, dass der jetzt also irgendwo in Dings also in Katar irgendwo nach oben kommt, dass man zwischen die letzten 4 kommt. Aber ja. Deutschland ist umsonst also 3-mal Europameister und 3-mal Weltmeister.
Das ist das Ganze, trotz dass sie nicht so Fußball spielt wie Italien, wie Frankreich, wie was weiß ich, aber irgendwo, was mir Sorge macht, also du hast ja keine gute Abwehrspiele, ja, Richtung Chiellini, Bonucci, die zwei, die da stehen und da weiß der Bescheid, da kann er die angreifen, oben Fehler machen und riskieren oder was weiß ich, der weiß Bescheid, die nehmen wieder Ball und geben uns. Was mir so fehlt, sind diese, ich will jetzt nicht, diese abgedroschene Typen, ja, allerdings Chiellini, der kommt aus dem Bus, steigt der schon lächelnd aus, ja, der singt die Hymne, ja, danach ja. Er jubelt mit zwei Fäusten und ich vermisse das, was Kloppo seit Jahren hervorragend macht, ich vermisse die Begeisterung. Da laufen die Spieler alle so ein bisschen mit einem Gesichtsausdruck rum und die spielen halt ihr Ding, die sind alle hochtalentiert, die können vieles, verstehen alle Taktiken, aber diese Hingabe. Ja, aber dann darfst du auch so einen Sané nicht mitnehmen. Wenn der Sané in der Kabine sitzt, hast du doch schon keinen Bock mehr, kicken zu gehen. Und denkst, boah, die Prinzessin halt auch, will auch nicht schwitzen. Du brauchst doch Jungs, die sie abholen. Die brauchst du Ja, aber eben nicht, das ist doch genau der Punkt. Wir sind doch keine Selbsthilfegruppe, wo wir sagen, wir müssen den Sané abholen, wenn der keinen Bock hat zu kicken, sondern daheim bleiben. Der Trainer spielt natürlich auch eine Rolle. Ist doch auch klar, dass der Trainer das auch vorlebt. Benni, solche Mannschaften wie Deutschland, diese sechsmal, dreimal und dreimal, die bilden sich oder die kriegen, also die kommen zusammen nur einmal. Sonst Italien, seit 55 Jahren gewinnt keiner so Europa, Nationalmannschaft gewinnt keinen Europapokal, gell? Und deshalb sagen wir so, ist ja nicht so, diese Begeisterung will jeder zählen und tun, machen. Nee, die Begeisterung entwickeln die Spieler selbst. Ja, klar. Oder auch nicht. Du musst oder ja auch nicht. Oder auch nicht. Gehen, du musst ja nur die richtige gehen und dann läuft's. Und was macht man mit noch ergänzend, der Hunger auf Erfolg, wenn so du gewonnen hast, weiter zu gewinnen und weiter zu gewinnen und nicht sagen, ich höre mit 30 auf mit Fußball. Der läuft noch mit 37 als Bester über den Platz, der Chiellini. Ich muss nur sagen, der ist hier beschätzt. Also Sahne, erstmal hier außer die Schnelligkeit. Normalerweise, den musst du also den Tor bauen hinter dem Tor, weil er so schnell ist, ja, der muss er raus direkt. Also. Stefan, dann lässt du Sané 2018 daheim, nimmst den 2021 wieder mit, wo du sagst, ja, aber der hat sich doch nicht verändert als Spielertyp. Also er hat bei den Bayern 5 gute Spiele gemacht und das war's. Also so ein Typ, der versaut doch die Stimmung in der Kabine. Stefan, ich hab's ja schon einmal gesagt. Der hat die beste Spiele geholt. Der hat die beste Spiele in einer Mannschaft aufgestellt. Aber die waren keine Mannschaft. Groß, Teamgeist. Alle, wie die heißen, die haben nicht das gebracht, was in 2014 in Brasilien, das eine Begeisterung war. Die haben Tore geschossen, dann in wenn ich mir denke, nur in die Kabine 7-0, sagen die also, wir wollen keine Tore gegen Brasilien mehr schießen, weil die waren doch 10-mal Weltmeister. Und ich muss auch nochmal betonen, das, was ich in den letzten Folgen gesagt habe, was mir an Italien am meisten imponiert hat. Ich hatte immer das Gefühl, es ist scheißegal, wer da spielt. Die spielen alle füreinander. Ob da jetzt der dreimal ausgewechselt wird oder fünfmal, ist egal, wer da kommt. Die spielen als Team. Für ihr Land auch. Aber dieser Stolz zu sagen, du trägst dieses Trikot mit Stolz. So haben sie nicht geschafft, da so in Russland zu gehen. Siehst du, diese Mannschaft hat er nicht geschafft, diese Begeisterung. Ja. Kenntnis, ob der eine sitzt auf der Bank oder der Tribüne und wenn er reinkommt, dann ist ihm scheißegal, ich gehe rein. Nee, siehst du, die bilden sich nur einmal. Und ich sagte ja, also, es kann sein, dass sie sich nicht qualifizieren für die Katar. Es könnte auch werden. Ja. Ja. Dafür, dass wir vier mit der Emotion heute, wenn wir da reingehen, dann kracht's. Soll ich dir was sagen? Uns ist schon diese Bayern, die jedes Jahr Meister machen, wir können nicht mehr sehen, nicht mehr stehen, oder? Und das ist ja klar. Gut, das stimmt immer wieder. Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft kommt ein neuer und dann macht er und irgendwer. Das ist das Ganze. Ich würde sagen, ich gehe ins Tor, Steppi und Benni, ihr geht in den Sturm, Delaney macht die Schwalben. Nee, ich werde nur Berater. Okay, genau. Ich wollte noch eine Frage stellen, weil das kam heute auf. Steffen Baumgart, der neue Trainer vom 1. FC Köln, empfiehlt nicht, aber verbietet seinen Spieler weder ein Bier noch Zigarette. Das heißt, der Steffen Baumgart sagt in der Pressekonferenz, wenn die Jungs sich hier in der Kabine eine anzünden, dürfen sie das. Ist das Show? Ist das ein bisschen locker machen? Müsste der Steppi was dazu sagen? Der hat sich ja auch immer das Ding angezündet. Also da ist der Steppi jetzt. Also ich muss dir sagen, ich weiß ja, wo er hin will.
wenn du also 2, 3, 4 Bier trinkst, dann Regeneration ist also viel länger als normal. Und deshalb, also, ich sag's mal so, die haben uns immer wieder erklärt, wenn du nach dem Spiel ausläufst, halbe Stunde, da hast du die halbe von der Müdigkeit ausgeschwitzt. Dann nächsten Morgen, also Sonntag, läufst du wieder halbe Stunde, da hast du eine halbe von der halbe weggeschwitzt. Und dann am Montag ist ja Freitag und dann am Dienstag kannst du die jagen, wie du willst. Ja, also wenn die jetzt die Kölner gut starten und alles läuft gut, sagen sie, klasse. Ja, super, ja, der Baumgart, wie er das macht, der lässt die endlich mal ein bisschen leben. Wenn sie halt jetzt verlieren, dann wird die Presse sich auf ihn stürzen und wird sagen, das geht doch nicht. Der kann doch nicht den Profis sagen, dass sie Alkohol trinken dürfen. Köln hat ein Suchtproblem. Aber sag mal so, keine erwähnt, also der Eintrag, ich habe das Spiel gesehen, gegen wen, also ich habe keine erkannt da. Schau, der Kostic. Ich weiß nicht, wie die alle heißen und tun und machen, aber ich habe schon also jemand geschrieben, soll sofort 2 oder 3 von der Wiesbaden und den Vertrag nehmen, um bei der Eintracht zu spielen. Ich hätte auch noch mal zur Eintracht ganz kurz, so als, so als Rauschmeißer. Als Rauschmeißer. Und zwar, wir waren ja letztens beim Thema Hinteregger, was ich irgendwie gar nicht mitbekommen habe, dass der Italien Angebote hatte. Mhm. Er hat jetzt gesagt, ein Österreicher sagt in Frankfurt, ich bleibe. Kann man dem Hinteregger mehr Glauben schenken als dem Hütter? Ich sage, ich denke schon. Ich denke, der bleibt wirklich. Nach der Erfahrung mit Hütter. Nach dem Jürgen Trapsen. Der hat auch gesagt, diese Österreicher sagen immer, was sie nicht denken. Ja, was sie nicht denken, genau. Freddy. Er bleibt ein Jahr, dann geht er. Ich glaube, er hat bis 23, dann verkaufen sie und kriegen nochmal 2-stelligen Millionenbetrag. Ja. Ist doch in Ordnung. Macht alles richtig. Freunde, ich sage vielen, 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 vielen Dank. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Die Saison geht weiter oder die Hinrunde am 12. August. Das heißt, wir sind dann am Dienstag 13., 14. 14. Freitag. Genau. Das heißt, wir sind dann nach dem ersten Spieltag dienstags um 8 nehmen wir dann auf und ab ungefähr 9 ist die Folge dann online. Das heißt, wir würden immer Dienstag um 8 Uhr aufnehmen. Wir gehen jetzt erst einmal in Sommerpause. Wir sagen vielen Dank bei Insta, bei Facebook, bei Spotify, bei YouTube. Bitte liken, teilen, abonnieren, die Daumen drücken, dass der Benny keinen Job kriegt. Und No Benny, no Party. Ja, no Benny, no Party. Das ist der Titel. Und ich muss an dieser Stelle Leidi, vielen, vielen Dank für, wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile bei Folge 115, nochmal in aller Deutlichkeit sagen, vielen Dank, Benny, vielen Dank, Steppi, das sind zwei Jungs, die machen das hauptberuflich, das sind Trainer, das sind richtige Trainer und die machen das alles hier, also die teilen ihr Wissen an uns ohne Gage, das heißt, weder Benny noch Steppi haben einmal irgendwie Gage verlangt, deshalb vielen, vielen Dank und dicken Applaus an Benny und Steppi, Dankeschön! Und ich muss auch nochmal ganz kurz an Urlaub, ich wünsche euch ein happy Urlaub. Dankeschön. Wir treffen uns auf Malle, die Herren. Von mir auch danke an beide Experten und Steffen. Auch ein Danke, dass du mich ins Boot geholt hast. Wir haben als Jugendliche schon Blödsinn mit der Kamera gemacht. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Und haben damals immer so einen Traum gehabt, dass wir vielleicht mal zusammen medientechnisch was machen. Ja. Jetzt haben wir einen Podcast. Vielen, vielen Dank. Und schlussendlich, denkt dran, der Benjamin Sachs hat morgen Geburtstag. 14.07. Ach, wir haben extra nichts gesagt, aber ist egal, Benni. Warte mal. Gut. Doch, Steffen, 40. Überrascht. 40. Benni, hast du schon einen Verein oder müssen wir für dich versuchen? Darf ich nicht sagen. Das sind aber diese Vertragsmodalitäten. Steffi, du weißt, wie das Geschäft läuft. Ja. Also, gratuliert morgen am. Der Flick also braucht also Co-Trainer, gell? Also, Stefan. Du warst jetzt. Hat sich noch nicht gemeldet. Ländermannschaft, die treffen sich alle 6 Wochen. Nee, Ländermannschaft 60, oder? Wie hast du es gemacht, Steppi? Also letzte Treppe habe ich noch nicht erreicht. Nationalmannschaft hätte ich ja sehr gern, weil, sag mal so, die haben immer gesagt, also weiße Haare, gell, braucht man Regeneration und Motivation. Die Training, die machen schon in den Clubs, da brauchst du nicht mehr zu trainieren, nur zu regenerieren und zu motivieren. Und das ist also schon die graue Haare schon wichtig. Aber bei mir war 5-mal war ich ja kurz davor und immer wieder war ein anderer, der clever war.
Aber wir schauen mal. Und vor allem, wenn der Leine und ich was können, ist es regenerieren. Insofern, ich glaube, wir sind da optimal dafür geeignet. Soll ich dir was sagen? Also ich habe ein Angebot. Du weißt ja, das Saarbrücken war so ein Start, gell? Und der eine hat mir versprochen, dass ich ja so Trainer von der Nationaltrainer von Saarbrücken werde. Siehst du mal, exklusiv bei Abseits, dem WM-Studio rausgehauen. Nicht vergessen, egal wann ihr diese Folge hört, der Benny wird am 14.07.40, sieht aus wie 39, also da kann man nur sagen, ich Thumbs rechne up. Rückwärts. Ich rechne rückwärts. Achso, jetzt richtig. Und wirklich und jeden Ton getroffen. Leute, vielen, vielen Dank. Wir sind in Sommerpause und wir sehen uns dann nach dem ersten Spieltag dienstags wieder. Vielen Dank und habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Mallorca oder auf Rhein oder Main. Das wäre für mich noch mein Ziel. Mit dem Steppi auf Mallorca aus dem Eimer saufen. Ja, haben wir festgehalten. Also, alles Gute. Ciao, Steppi. Danke, du auch. Ciao. Ciao. Ja, bis dann. Schönen Sommer. Ciao. 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 Viel Spaß. Ciao. Servus. Ciao.